Hallo, meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Da sind wir wieder in Ebelsbach. Das LU fängt an zu dreschen bei uns. Ja, wir haben unsere Arbeit hier und dann gehen wir mal los. Ne? Was dabei rauskommt, sehen wir dann. Wir werden jetzt mal ein bisschen dem Drescher da einen Anhänger hinstellen. Wo, beziehungsweise ein Container. Ja, wir haben zwei Anhänger davon. Die Container verleihen wir nur und ja. Genau, da haben wir mehr von. Dass ich die verleihen kann. Und ich habe ja zwei LKWs hier. Damit machen wir das jetzt. Noch was für die Leute, die meinen Channel schon abonniert haben oder ihn gesucht haben die letzte Zeit. Aus unerklärlichen Gründen, keine Ahnung warum, war eines Morgens mein Channel einfach gelöscht. Ich bin auf dem Channel, hab normal schauen wollen, ob meine Videos hochgeladen waren, die ich planmäßig gemacht habe. Ja. Und da stand dann, dass mein Channel gelöscht war. Kein Grund, warum, wieso, weshalb, was da los war. Wurde nichts gesagt. Ja. Nur, dass ich eben mal neben meinem Channel weg war. Ja. Also, ich bitte euch da um Entschuldigung, meine Videos, die ich bis dato hochgeladen hatte, die Videos mit der Musik, die ersten vier, die ich im Prinzip auf meinem Channel hatte, waren natürlich auch weg. Die hatte ich auch leider nicht mehr hier bei mir irgendwo abgespeichert. Den Rest Gott sei Dank schon. Da ist aber auch ein Video, wo YouTube einfach sagt, das hätte ich schon hochgeladen. Ist aber ein komplett anderes, auch eine ganz andere Größe irgendwie, aber naja. Die sagen halt eben, ich kann es nicht hochladen. Keine Ahnung warum. Tut mir furchtbar leid, ich hoffe mir, ihr verzeiht mir das, aber ich weiß nicht, was da los war. Warum, wieso, weshalb. Ja. Es ist weg. So, den lassen wir hier stehen. Ja, zurück zu meinem Hof. Wie gesagt, es tut mir schrecklich leid. Ich weiß nicht warum. Ich war selber schockiert. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo ein Fauxpas hatte. Mit GEMA-Musik oder sowas. Alles GEMA-freie Musik, die ich hatte. Und die war ja auch schon lange online. Also ich weiß nicht. Ich werde noch versuchen, in unserem zweiten Projekt, was kein RP ist, einfach nochmal so Videos aufzunehmen, wo ich die ich mit Musik hinterlege und ja, einfach so für euch. Das, das halt eben noch ein bisschen mehr los ist auf dem Channel. Nur so. Ja, das ist so der Plan. So, oben das hat man schon weggemacht. Ja, das ist schon weg. Die Sämaschine hatte ich glaube ich gar nicht mehr. Nein, die habe ich verkauft. Gut. Das ist in Ordnung so. Ja, das ist okay. Jetzt muss ich mal schauen. Unser Händler hatte mir ein Auto versprochen. Das hat er irgendwo bei Nachbarn hingestellt. Mal schauen, wo das ist. Das kann er doch sein, oder? Können wir noch abwarten. Ich habe ja noch einen. So. So schaut's aus. Wenn wir gerade meine Silo schauen, wie viel ich da noch drin habe.
Davon habe ich natürlich jetzt das Verkaufen. Ich glaube mal, ich werde mal schauen, weil es zum BGA, wenn da Fahrzeuge sind, dann werden wir uns da etwas ja, auf die Lage einigen. Also mache ich eigentlich mal die Tür zu. Ich stehe den ganzen Tag die Tür auf. Wo verteilt es mir denn? Geht die nicht zu? Na dann, bleibt eben offen. Auch gut. So. Ich hoffe mal, dass er da oben den Anhänger sieht. Komisch, komisch. Was macht der denn da? Probleme oder was? Hallo? Probleme? Hallo? Was Ja, ich bin los? gerade am Telefonieren. Moment, Moment. Was ist denn los hier? Ja, ich war gerade am Telefonieren mit dem Chef. Probleme oder was? Das dauert ja ewig. Ich habe Ah, dir oben einen LKW hingestellt. Hinter der Kurve. ja, okay, weiß ich Bescheid. Ja, wunderbar. Ja. Ich würde mal schauen, aber ich kann hier nicht mitfahren. Also ein bisschen blöd. Naja. Ja. Wenn Okay. ich bin, dann melde ich mich Ja, bei Ihnen, Herr hinten, Blum. also hinter dem Feld hier ist noch ein Feld von mir. Ja. Was Okay, ich auch melde mit mich dann. Raps, ne? Alles klar. Okay. Ciao. Ciao. Bei dem Olaf. Ja. Ja, Blume, Landhandel. Blume, hallo? Moin, Landhandel. Ja, moin. Ich habe mal eine Frage, und zwar, Ja. wie sieht das aus? Der Händler, du meinst ja, du übernimmst den, oder wer ist da jetzt gerade da? Ja, ich hatte mit dem LU gesprochen, weil das ist mir zu viel Stress im Moment. Ja, was willst du denn? Vielleicht kann ich dir das noch besorgen gerade. Die größeren Sachen, also mehrere Aufträge, da muss er mich ein bisschen unterstützen. Also, Und zwar, das geht aber günstig, er macht das für eine Flasche Bier. Ne? Ich rechne dann mit ihm natürlich dann. Mit dem Händler natürlich anders, aber da bleibt ihr unter uns. Ja, nee, was wollten Sie denn ungefähr? Mähdrescher und klein. Okay. Aber dazu habe ich eine Frage, und zwar Finanzierung. Oh, da müssen wir. Nee, das können wir nicht machen. Das ist im Moment schlecht. Weil Finanzierung kann ich ja nicht, ich habe ja keinen Eingriff auf die Bank und so. Das müssen Sie ja schon machen mit dem Händler, wenn er da ist. Ne? So weit kann ich doch Das nicht funktioniert vordringen. gar nicht, dass ich. Nee, nee, nee. Das wird nicht gehen. Und weißt du, wo man hier, ob man hier einen Kredit aufnehmen darf oder sowas? Was? Das Oder wie weiß man ich das? nicht. Das müssten wir mal schauen in irgendeiner Bürgersitzung, ob da für euch jungen Burschen schon ein Kredit angesagt ist. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, Da müssen wir ich dann mal bin. durchsprechen mit dem Gemeinderat. Weil bei euch ja schon die Vorgeschichte von Eltern ist Ja, ja doch aber schon da können sehr. wir ja nichts für. Und zwar dann, ja. Ja, das Dann müssen wir da geht man mal durchsprechen. bei dem Anhänger unter Diverses. Ja. Und dann den Supernet 2200A kannst du den mal bestellen. Den brauche ich nämlich. Den Moment, da muss ich mich gerade einparken hier. Moment, stimmt. So. Wir sind von der Straße fahren jetzt, ne? So. Bremse zu, alles dicht.
So, du brauchst den. Dann muss ich das mal hier gucken. So, du brauchst einen Anhänger. Nee, unter Anhängers und dann diverses. Also dieses im Katalog ist bei mir oben so ein Anhänger. Und so ein Kipper und dann Genau. unter Ach diverses. so, dann diverses, ja, okay. Und dann den Supernet 220a oder 2200a. Den Rabaut. Supernet. 2200, ach, die Kehrmaschine oder was? Genau. Ja, die kann ich kaufen. Das wären ja, 35 Euro. Ja, die kannst du bald schenken. Da kriege ich 100 Euro für. Ja, Moment, ich kaufe den Aber jetzt. das passt doch nicht, wenn ich jetzt mal ausrechne. Der hat Ja, mir ja. gerade was anderes gesagt. Ja, Also das ist ja dann können jetzt, Sie ja das ist nicht ja, 100 nehmen. das ist Ich ja habe so nur ein. große Scheine. Bitte? Ich habe ja nur große Scheine. Wir können jetzt aber hier nicht. Wollen Sie mir jetzt übers Ohr hauen oder Nee, was? nee, das ist jetzt. Moment, ich muss das noch wechseln hier. Moment. So, jetzt können Sie mir 100 Euro überweisen. Das ist immer gut. Dann passt das. 100 Euro. Ja, ich schreibe mir das oben und dann gebe ich das in den Händen weiter. So, dann ist, also wie gesagt, da steht er dann beim alten Händler, ne? Also bei mir in der Nähe, ne? Ach so, Da steht das okay. Gerät, ne? Ja, mitbringen, was wird das kosten? Ja, das ist im Moment ganz schlecht. Wir waren da hoch, ne? Ach so, ja, dann hole ich ab. Ja. Ja, wunderbar. Ja, okay. Alles klar, danke. Die Eltern waren pleite, verschuldet bist du doch den aus. Doch mal, die Kredit haben die Burschen. Aber das geht ja schon mal gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, ein bisschen Silage holen. Und alles B und N liefern können. Ne? Ich hatte zwar vor, mit der BGA zu handeln, aber wenn er nicht da ist, können wir nichts kaufen. Ne? So, machen wir das. Wunderbar. Zurücksetzen. Ja, hallo, Blume, Landhandel, Blume. Guten Tag, Lohnunternehmer Thomas hier, Ah, hallo. hallo, ja. Ich habe eine Frage, Feld 94. Soll ich das auch sofort mit ernten? Moment, ich muss mal gerade auf die Karte gucken, ob wir richtig sind. Wo sind wir denn da jetzt? Moment, Moment, Moment. Ja, genau. 92 und 94, genau. Ja, okay, dann tue ich das sofort mit ernten, dann... Genau, bei 94 steht auch in der Kurve der Anhänger bei den Hecken. Wunderbar, wunderbar. Dann Genau. kann ich außen rum sofort mitfahren und dann Richtig. passt das. Genau. Sagen Sie mal Bescheid, wenn der LKW voll ist, dann komme ich den ja machen. Ja, werde Ja, ich machen. Sage ich ihm Bescheid. alles klar. Ich hier über Funk Komm. ja auch, oder? Das geht auch im Funk, ja, klar. Ich bin normal, wenn ich unterwegs bin, bin ich immer Bin im an Funk. Tunnel. Dann bin ich immer im Funk. Ja, hallo, Blume? Ja, Hallo? bist du an einem Hof? Nein, ich habe noch gerade, Moment mal gerade, Herr Walter. Herr Thomas, Sie wissen ja dann Bescheid, ne? Genau, meine ich Alles klar. Bescheid. Über Funk bin ich immer erreichbar, wenn ich nicht, also, wenn ich unterwegs bin, bin ich immer im Funk. Ne? Wissen Alles Sie Bescheid. klar, meine ich Bescheid. Alles klar, danke. Ja, Herr Tschüss. Walter, jetzt sind wir da für Sie. Alles klar. Ja, und zwar geht es darum, ich stehe an einem Landhandel, weil ich habe ja hier diese Bürste abgeholt. Ja. Und jetzt wollte ich einfach mal schauen, aber mir fällt gerade ein,
Ich bräuchte ein bisschen Saatgut, wäre jetzt halt nicht schlecht, jetzt bin ich mit dem Frontlader und wie heißt es? Frontlader und einer Schaufel, da würde ich mir hier was rausholen und dann dir sagen, wie viel, also das wären 6000 Liter. Ja. Wenn man Schaufel voll ist. Genau, 6000 Liter, Moment, wir können gerade gucken, ich habe noch eine Liste, was ich da schon mal drauf stehen habe. Saatgut war das, ne? Ja. Ja, das sind 6000 Euro dann. Okay. Das, ja. So, noch meine Papiere dabei, habe hier so ein bisschen verschoben hier alles. Ja, 6000 Euro, dann können wir mal, brauche ich schon extra rüber, das ist kein Problem. Oh, hab mir dann was abgeholt. Alles klar. Jo, ciao. Jo, ciao. Du bist auch irgendwie an einem Hof, ne? Ja, ich muss ja immer Zeug bei Kahn, ne? Wenn warte mal. Also, jetzt. Hallo? Hallo? Ja, ich muss immer Zeug bei Kahn, wenn ja, aber will mich alles da haben, ne? Deshalb, ich bin immer hin und her am Pendel. Ich bin ja schon überlegt mit dem LU, ob ich da mal. Da hatte ich den Thomas da, den der Drescher fährt, ne? Der hat schon mal gefragt, der interessiert ihn alles sehr mit dem Landhandel, ob er da mal ein Praktikum machen könnte, ne? Und ich bin ja doch schon sehr im Stress ab und zu, ne? Hab ich mir schon mal gedacht, ob ich den vielleicht mal für ein paar Tage einstelle, also. Ja. Mal gucken. Aber ja. Ich habe schon mit dem. Ja, ich glaube, ich schreibe auch mal in den. Wir haben ja so einen Stadtanzeiger, ne? Da soll ja immer nur das Wichtigste zeigen. Ja. Ich wollte auch mal fragen, ob da jemand Arbeit sucht oder ob jemand da. Ja, ich wollte nur mal ein Praktikum. Nee, ich wollte ein Praktikum, weißt du warum? Da brauchst du den Burschen nicht zu bezahlen. Verstehst du? Ja. Und er wollte ja selber einen Praktikumsplatz haben, ne? Wenn ich jetzt ein Praktikum da machen lasse, dann brauche ich ihn nicht anzumelden. Wir bezahlen nichts, ne? Das ist natürlich günstiger. So habe ich mir das gedacht. Ja, aber ich brauch mal so einen Mitarbeiter, der mir ein bisschen unter die Schuhe packt auch. Ja, das. Ich habe gehört vom wie ist er denn jetzt? Sag mal schnell, wie ist denn jetzt? Hubertus hier. Der hat gesagt, dass im Moment hat er nicht viel Scheiß da rumlaufen. Also. Wäre auch schlecht, aber schwer auf dem Arbeitsmarkt, ne? Aber das naja. Stimmt. Deshalb habe ich gedacht, bevor ich mal einen einstelle, aber den ich bezahlen muss. Anzeige reinschreiben, oder nicht? Also ich bin ja noch nicht lange hier überhaupt irgendwo drin. Du da reinschreiben könntest du. Ich würde ihn einfach mal fragen, wenn sie mal beauftragen, dann fragen einfach mal, ne? Ich habe mal gefragt, hat er gesagt, oh, Moment. Ich habe mal erzählt hier, dass der Thomas hier im Praktikum mal, oh je, da darf er weiß ich noch gar nichts. Ja. Also war nicht sehr begeistert von, weil da. Naja, der wird sich auch. Der Thomas hat ja auch ein bisschen Ahnung. Ja, deshalb, der wird auch die besten Leute nicht gern gehen lassen. Ne? Ja, das war glaube ich nicht so schlecht für Eltern. Ja. Deshalb. Und der wäre ja noch kostenlos natürlich, ne? Ja, natürlich super. Naja, man, wird leicht hier. Natürlich auch keiner mehr was schaffen, ne? Stimmt. Ich komme mal nur für die Hand aufzuhalten und schaffen wir keiner mehr, ne? Ja. Jetzt hat er seinen scheiß Anhänger hier für seinen Schneidwerker mitten auf der Straße stehen. Das ist ja auch ein Zustand. Klingel ich da mal beim Judo hin. Ja, genau. Richtig. Aber sag mir nichts von meinen Praktikanten. Ne? Ja, vielleicht können wir stehen noch teilen, weißt du? Du ein paar Tage Praktikum bei dir und bei mir. Ja, so. Wenn wir vielleicht ein bisschen kleinen Handel machen können darüber, ne? Vielleicht bezahlt er ja auch was, wenn er bei uns schaffen kann, ne? Ja, das wäre noch besser. Das wäre natürlich super, ne? Ja. Ja. Nee, wir überhalten das dann erstmal. Ja, ja, wir gucken mal, wie das dann ergibt, ne? Ja. Wie gesagt, das wäre natürlich super, wenn der noch bezahlen würde, dann würden wir uns schaffen würden, ne? Ja. Ach, das ist jetzt einfach, also wieder ein Hektik heute. Wie läuft der mit dem Kuhhof? Ist alles in Ordnung? Jo, das läuft eigentlich ganz gut. Ja. Wir sind ein bisschen weiter weg, ne? Ich bin unterwegs, da geht er mit dem Funk besser. Ich brauche die Taste nicht immer zu drücken, das ist gut im LKW, ne? Manchmal habe ich hier so ein paar kleine Störungen, also wenn man jetzt länger nicht das. Ja, auch mal genau, weil ich habe da so ein, wie nennt sich das, aktiviert sich mit der Sprache. Wenn ich dann lange nicht geredet habe, dann muss ich auch mal drücken, ne? Dann muss ich hier den Knopf wieder drücken und dann ist das okay, aber ja, im Moment habe ich da keine Probleme. Okay. Wie gesagt, das muss halt eben. Muss immer am Reden bleiben, dann bleibt ihr da, ne? Jo. Jo. Ich wäre mal vorbeigekommen, aber ich habe ein bisschen Stress im Moment noch.
Ja, meine lieben Freunde, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. So schnell geht's. Ja, wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei. Schaut vor allem bei uns im Teamspeak vorbei. Schaut auch bei unserer Homepage vorbei. Wenn ihr Bock habt auf sowas, ja, meldet euch bei uns. Ein bisschen Erfahrung solltet ihr haben im RS. RP ist kein Problem. Braucht ihr noch keine Erfahrung zu haben. Meldet euch einfach bei uns. Wie gesagt, Teamspeak, Facebook findet ihr uns unter Chaos Farming, Timeless Farming, Future Farming. Einfach eingeben bei Google, bei Facebook findet ihr uns. Schreibt uns einfach an. Über E-Mail, kommt auf unseren Teamspeak, da ist immer jemand zu erreichen und ja, wenn ihr Bock habt, macht einfach mit bei uns. Bis dann. Ciao.